Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Unter dem letzten Video hat der Peter Kusowski einen ganz interessanten Kommentar dagelassen. Und zwar hat er behauptet oder gesagt, dass Nebenquests maximal underrated sind, dass man bestimmte Questbelohnungen mit über 820 Gegenstandsmacht bekommen kann. Und das will ich testen. Ich habe dazu schon mal ein bisschen in Google geforscht. Und es ist erschreckend, wie wenig zu Sidequests man dort findet. Es gibt aber eine Google-Doc im Reddit, da hat ein Typ eine ganze Google, ein ganzes Dokument erstellt, wo alle Nebenmissionen aufgelistet sind mit dem Namen, mit einem Rang, wie schnell man das beenden kann und vor allen Dingen mit dem Reward. Das heißt, wir wissen, was man dort bekommen kann. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwelche Missionen machen, wo ich nicht weiß, was ich bekomme, sondern ich kann mir genau die raussuchen, die ich machen will, wo es auch ein geiles Item zu gibt. Ganz oft ist es so, dass ja eine Person, wie die Ostavia heißt sie, glaube ich, in Kyoberstadt, die kennt ihr bestimmt, mehrere Sidequests hintereinander haben. Und es ist meistens so, dass die letzte Mission einer Sidequest, das sind dann, weiß ich nicht, 5 oder 6 Stück, dann das Rare-Item geben. Das heißt, nicht jede Nebenmission gibt ein Rare-Item, aber es gibt einige Nebenmissionen, die ein Rare-Item geben. Und ich will heute in dem Video mit euch testen, ob das Ganze sich lohnt, ob es Missionen gibt, die sich lohnen und ob ich meine anfängliche Skepsis gegenüber Nebenquests ein bisschen zurückfahren muss. Ich habe mir jetzt hier mal eine Mission in Havizar rausgesucht, Relikt des Glaubens. Und dort soll es am Ende eine Rare Chestplate geben. Deswegen würde ich die einmal machen. Mit euch. Ich spule für euch natürlich vor, damit ihr hier nicht die ganze Mission mit mir zusammen durchgucken müsst. Die steht zwar nur auf B, dauert dann wahrscheinlich etwas länger, aber die habe ich jetzt auf Easy schnell gefunden. Deswegen mache ich die schnell und bevor ich. Ich hoffe, ich. Ja, ich werde es ja sehen, weil ich habe hier die Aufnahme. bevor ich dann das Rare-Item bekomme, seid ihr wieder mit dabei und könnt genau sehen, was ich da kriege. Unabhängig davon, welche Items man in den Sidequests bekommt, hat der Kommentar natürlich auch recht gehabt. Bestimmte Quests führen euch in Dungeons und dann könnt ihr natürlich das Dungeon und die Quest gleichzeitig machen. Das stimmt natürlich. Außerdem gilt das natürlich auch für den flüsternden Baum, den ihr gleichzeitig machen könnt, oder Nightmare Dungeons. Aber ich denke, das sollte klar sein. Bevor der ein oder andere in den Kommentaren fragt, den Bild hier habe ich schon mal vorgestellt, den Necromancer. Wenn ihr den Bild mal abchecken wollt, ich verlinke euch den hier oben. Außerdem eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr könnt bei mir auch Kanalmitglied werden. Für ganze 99 Cent könnt ihr sowas wie auf Twitch ein Sub-Badge bekommen und Sub-Emotes. Ich mache nicht oft für sowas Werbung, ab und zu mal, deswegen als Info für euch, Kanalmitgliedschaft ist aktiviert. Und was ist das? Kein YouTube-Video ohne Unique, wirklich witzig. Sprecht mit Johanna. Reichlich Ansehen für Havizar. Quest abgeschlossen und da habe ich die Rare Chest. Ist auch vermacht. Ich bin jetzt gespannt, wie viel Macht diese Chest hat. Trommelwirbel. 767. Ich bin nicht beeindruckt. Ich mache jetzt natürlich noch das Dungeon hier fertig für das Ansehen. Perfekt. Und ich muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt ein Beispiel gewesen von ungefähr 10 möglichen Möglichkeiten, wo man Items als Belohnung bekommt. Die Liste, also die Doc, ist unten verlinkt. Könnt ihr euch einmal selber anschauen, was da so alles gibt. Es gibt Obolusse, es gibt Crystals, Plants, Elixiere, alles Mögliche. Könnt ihr einmal schauen, wenn ihr vielleicht nur die Rosinen rauspicken wollt bei den Sidequests, wenn ihr das Ansehen farmt für Season 2. Ansonsten hoffe ich, dass euch das weiterhilft bei den Sidequests. Ich hatte, glaube ich, in Season 1, wenn man mal hier schaut, ich habe nicht einmal Sidequests gemacht, weil ich Sidequests halt echt öde finde. Aber es stimmt schon, Sidequests können echt coole Belohnungen geben. Ob es wirklich über 920, 940 Gegenstandsmacht haben kann, ich glaube, das ist einfach nur luckabhängig. Ich glaube nicht, dass es in der Sidequest eine erhöhte Chance gibt. Wenn doch, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr da schon mal mehr Glück hattet als ich gerade, lasst gerne ein Follow auf den Kanal da. Ich hoffe, dass wir bald Informationen zu Season 2 bekommen. Besser früher als spät, weil Season 1 ist wirklich tot.
Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Like das Video, haut rein.